Ja, hallo, liebe Zuschauer, liebe Interessenten der Löwenbewegung. Willkommen heute zu unserem Dialog zum Thema Weihnachten, zum Thema Weihnachten in dir. Ich spreche heute mit Anja Schäfer, die selbst auch Coach ist im Rahmen der Löwenbewegung, selbst Theatercoach ist. Und im Rahmen des Coachings geht es ja auch immer um dieses Thema, was macht das Ganze eigentlich mit dir? Was machen Umstände mit dir? Und gerade auch die Weihnachtszeit ist hier eine sehr, ja, eine sehr spannende Zeit, einfach mal darüber nachzudenken, was dieses ganze Fest im Außen letztlich ja, mit euch, mit dir persönlich macht. Anja, ich gebe dir einfach mal das Wort, dass du unsere Zuschauer auch begrüßt und dann gebe ich nochmal einen kurzen Einblick in das Thema. Sehr schön. Ja, einen wunderbaren, schönen. Heute ist es schon der dritte Advent, beziehungsweise vierte Adventswoche, die jetzt beginnt. Und ich freue mich sehr, einfach ein bisschen zu erzählen und würde mich auch freuen über Feedback, euch ein bisschen kennenzulernen, was eure Gedanken zu Weihnachten in mir, in dir sind. Und ich bin sehr gespannt, vor allem, was du, Torben, dazu zu erzählen hast. Ja, vielen Dank. Wie kam das Ganze? Ich selbst hatte mich immer gefragt, wie kommt es eigentlich, wie kommt es überhaupt, dass wir als Christen, die ja sehr, sagen wir mal, sehr nah am Wort sind, sehr nah am Ursprung, sehr nah an der Bibel, Weihnachten feiern, obwohl dies letztlich ja in der Bibel gar nicht auftaucht als Fest. Das heißt, es wird zwar immer von der Geburt Jesu berichtet, aber nie davon, dass jemand den Geburtstag gefeiert hat. Davon gibt es letztlich keine Berichte. Und wenn man auch mal schaut, wie das eingeführt wurde, da waren ja einiges Bräuche, hat es ja vorher schon gegeben, einige heidnische Bräuche. Und da hat ja letztlich die Kirche sich diese Bräuche zu Nutzen gemacht, um letztlich das Volk, ja, sagen wir mal, zum Christentum zu führen, ohne ihnen diese ganzen Bräuche wegzunehmen. Und das hat mich zur Frage geführt, warum nehmen wir das trotzdem zum Anlass, das Ganze zu feiern? Antwort, die ich bekommen habe, war, dass diese ganze Zeit, dadurch, dass da auch mal Ruhe einkehrt, dass mal Stille einkehrt, viele Leute auch Urlaub haben in dieser Zeit, dass das ganz bewusst dazu einlädt, mal intensiver zu meditieren und sich die Frage zu stellen, was macht das Ganze mit mir persönlich? Denn letztlich ist es ja so, wenn wir die Bibel auch aus dem Geist betrachten, gibt es auf der einen Seite das Wort, gibt auf der einen Seite die Schrift, aber auf der anderen Seite ist immer die Frage, wenn man es durch den Geist sieht, was macht das Ganze mit mir? Und es hat ja auch mal jemand gesagt, Jesus könnte, also ich weiß nicht, ob das Zitat 100% stimmt, aber so sinngemäß, Jesus könnte irgendwie 100 Mal im Stall geboren sein. Es bringt nichts, wenn er nicht in dir geboren ist. Das heißt, wenn wir das Ganze ausschließlich als Fest im Außen sehen, verändert es wenig. Das heißt, die wirkliche Veränderung geschieht dadurch, wenn ich das annehme, dass das im Außen geschehen ist. Wenn ich jetzt aber sage, Jesus muss in mir geboren sein. Und dadurch kommt der Frieden in die Welt durch Jesus in mir und nicht nur durch das Ereignis im Außen. Und dafür ist Weihnachten eine sehr schöne Zeit, sich das Ganze einfach mal bewusst zu machen und auch zu fragen, was heißt das? Wie kann ich für die Welt wirken, wenn Jesus in mir ist? Und solche Bräuche wie jetzt Tannenbaum und diese ganzen Lichter und das sind ja letztlich auch eine Verdeutlichung oder hilft dabei, zur Ruhe zu kommen. Und welche Ja, das ist das Erfahrungen hast Leben, ne? du? Es ist ja auch ein Ausdruck vom Lebendigsein, dass der Baum, der grün ist. Bei allem, was man so im Okkulten, im Kultischen auch damit irgendwie verbindet, sage ich mal, ist es für uns als Christen schon auch ein Zeichen, weil dieser Baum seine Blätter nicht verliert. Und das ist ja auch eine Verheißung, die wir haben. Egal wie das Wetter ist, ja, egal wie draußen die Stürme toben, wir dürfen gegründet sein. Und weil Jesus in uns eben, ja, wie du sagst, geboren wurde, ich würde sagen, er ist einfach auch als ein schon auch, wie sagt man, nicht nur Baby, sondern ein erwachsener Mensch sozusagen, der vollständig alles hat, ist er in uns eingezogen und wir dadurch von neuem geboren, also mit ihm neu geworden. Und in diesem Neuen können wir auch bestehen bleiben, egal wie das die Umstände sind und eben als Baum wildgrüne Blätter behalten. Eben dadurch finde ich auch solche Symbole eigentlich sehr, sehr hilfreich. Und die brauchen wir uns auch nicht wieder klauen lassen von irgendwelchen anderen Bedeutungshorizonten, dass es eben ursprünglich nicht christlich vielleicht war oder sei. Man weiß ja vieles nicht so ganz genau, was woher kommt. Aber dass wir einfach sagen, das gehört alles Gott und wir können es uns alles nehmen und es uns zu Dienste machen und eben nicht den Dingen dienen. Ich finde, das ist immer sehr wichtig, dass ich nicht in Stress komme.
über diese ganzen Sachen, ja, dass ich nicht in Stress komme, oh, ich muss alles perfekt vorbereiten, ich muss noch die Geschenke und es gehört sich doch da noch vorbeizugehen und diesen ganzen Ballast irgendwie an sich zu nehmen, den so ein Fest mit sich bringen kann, ne? Sondern dass ich einfach in dieser Freiheit lebe, zu sagen, okay, ich möchte in erster Linie einfach Jesus die Ehre geben. Es ist sein Fest, was macht ihm denn Freude? Genau, und das ist auch ein sehr guter Punkt, zu sagen, alles gehört Gott und wir nehmen uns das. Wie Genau. nimmst du denn generell diese Adventszeit wahr oder diese Weihnachtszeit? Gerade so das Thema Ankommen, ja, was ja Advent auch bedeutet. Ja. Und ja, für mich ist es so, dass ich an Weihnachten auch denke, okay, dass Jesus als Baby geboren wurde, das ist so stark, also dass Gott sich so klein und verletzlich macht und wirklich sich uns sozusagen anvertraut als Menschen und sagt, hier, ne, kümmert euch um mich, ich kann gerade mal gar nichts, ja. Ich bin vollkommen ausgeliefert, auch einfach da so ein, zwei Eltern, die selber eigentlich sehr herausgefordert waren in ihrem Leben. Und sagt, hey, aber genau dadurch, durch dieses Schwache, werde ich diese Welt verändern, weil Gott in mir lebt und weil ich Gott bin sozusagen, ja. Und genau das ruft er ja uns zu. Das heißt, wenn ich auf Jesus warte, dass er geboren wird, und damals war das ja so, da gab es ja Menschen, die wussten, ich werde diesen Heiland, den der verheißen ist, sehen als Baby und erst danach werde ich quasi sterben und dann zum Herrn gehen oder in Abrahams Schoß hieß es ja damals. Und jetzt ist es so, dass wir als Christen, die Jesus in uns haben, ja auch warten. Nicht auf, dass Jesus als Baby geboren wird. Da können wir uns daran erinnern, das durchleben in unserer Gedankenwelt, unserem Herzen und das ist darauf einlassen, dass das passiert ist. Aber wir warten jetzt ganz real auch, dass Jesus ja in seiner Herrlichkeit wiederkommt und dass er uns als seine Braut holt, dass er uns als seine Braut zu sich nimmt, wie auch immer das genau aussehen wird und was auch immer das für diese Welt dann bedeutet. Aber die Frage ist doch, bereite ich mich darauf vor? So wie ich mich auf Weihnachten vorbereite und überlege, was muss gemacht werden, ist es doch viel entscheidender, aus meiner Perspektive zu sagen, ich will bereit sein, ich will alles vorbereitet haben, was nötig ist für diesen Moment und ich möchte mein Leben daraufhin ausrichten, also fokussieren. Das ist ja letztlich doppelt dann, ne? Das heißt, es sind zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite das Bewusstwerden der Geburt des Kindes in mir, also der Geburt Jesu in mir, und auf der anderen Seite auch das, ja, das Bereitsein für die zweite Wiederkunft. Genau. Genau. Und auch dieses Leben in ihm, also dass Jesus aus mir heraus sprudelt. Er nimmt ja auch das Bild vom lebendigen Wasser, von diesem Fluss, ja, der aus uns herauskommt, weil er in uns ist und eine Quelle eröffnet. Und so wie dieser Baum, jetzt hier links, oder ich glaube, ihr seht es rechts neben mir, quasi einfach, er ist ja jetzt hier nicht verwurzelt, aber an sich der Baum ist verwurzelt und dadurch kriegt er auch Wasser. Er steht jetzt hier nur in einem ne, Weihnachtsbaumständer, aber hat ja auch Wasser, wird versorgt. Das ist aber auch zeitlich. Also auch das, was Gott uns auf dieser Erde schenken kann, ist zeitlich, weil es wird irgendwann diese Welt ja vergehen, so wie sie ist. Und auch wir werden nicht ewig hier bleiben, aber wir gehen dann eben in, und wir haben jetzt schon Anteil an dieser Herrlichkeit, die Gott hat. Und dafür ist dieses Bild auch ganz cool, weil da das Wasser des Lebens auch einfach fließt, ja, und dieses Neue und im Hier und Jetzt sein und Blick auf die Zukunft. Und das merke ich, und das ist mir bei Weihnachten ganz arg wichtig, dass ich nicht so sehr in die Tradition zurückschaue oder wie war das früher, was hat sich vielleicht verändert und darüber irgendwie Wehmut bekomme, sondern dass ich sage, Herr, du hast was Neues, was Lebendiges und darauf möchte ich schauen und mich danach ausstrecken und mich darauf vorbereiten. Ja, super. Ja, vielen Dank, Anja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannender Impuls. Und auch was, ja, was sehr gut rüberkam, ist eigentlich diese, ja, dieses Doppelte. Auf der einen Seite die Erwartung auf die tatsächliche Wiederkunft, dass wir uns jetzt darauf ausrichten können, dass wir unser Leben auch in die Ewigkeit ausrichten können und nicht nur in das Hier und Jetzt. Und auf der anderen Seite auch immer wieder das Bewusstwerden dieser Einheit, ne? Die Einheit mit Gott. Gibt es irgendwas, was du den Zuschauern auf jeden Fall noch mitteilen möchtest? Was Ja, ich habe noch eine herzliche Einladung, gerade an alle, die nähe Darmstadt oder in Darmstadt wohnen, im Nachbarort Griesheim. Da gibt es eine Ladies Night. Ich habe hier mal einen kleinen Flyer. So. Und zwar, das ist am 20. Januar abends in einem wunderbaren, Seite hier,
einem wunderbaren Vintage-Laden. Da gibt es ganz herrliche, interessante Kleidung einerseits, aber vor allem ist auch die Atmosphäre sehr besonders, weil man kann sich da richtig gemütlich machen. Das ist mitten im Zentrum von Griesheim, aber so versteckt in einem Hinterhof, dass man es wirklich suchen und finden muss und dann wie einen Schatz entdecken kann. Da gibt es einfach eine gemütliche Sofa-Lounge mit Bar und man kann da auch was trinken und einem Holzgiebeldach mit Umkleideräumen. Und in diesem Raum werde ich eine Ladies Night veranstalten zum Thema: Komm bei dir selber an, komm zur Ruhe, aber auch probier dich kreativ aus. Und lass einfach sprudeln, lass dieses lebendige Wasser sprudeln. Und dazu herzliche Einladung. Die Anmeldung geht über meine E-Mail-Adresse. Das findet ihr auch auf unserer Facebook-Homepage. Ich kann das auch gerne nochmal reinposten. Einfach reinschreiben und ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank, Anja. Und von meiner Seite auch allen Zuschauern, ja, noch eine ermutigende Zeit, eine ermutigende Weihnachtszeit, schönes Weihnachtsfest, ein, ja, schönes Ankommen bei euch selbst und ja, auf dass ihr euch immer wieder bewusst seid, eurer Größe und der Verbundenheit mit Gott. In diesem Sinne, eine schöne Zeit und bis bald. Schöne Weihnachten!